Was machen wir im Intro? Jo. Ja, Intro. Willkommen zur zweiten Donnerstag-Folge im Jahr 2015. Ja, herzlich willkommen und unsere zweite Folge auch von Was denken YouTuber? Wir haben wieder fünf geile YouTuber dabei und checkt auch deren Kanäle aus. Die Links dafür sind in der Videobeschreibung. Und diese Folge ist mit... Peace, Leute. Mein Name ist Miki und mein Kanal heißt Mickey Way. Genau wie die Schokolade, aber ohne L. Hey, ich bin Mr. Pepperoni und ich mache Videos auf YouTube. Techtastisch! Ich bin der Joe vom Kanal Prinz Joe TV und ich mache auf meinem Kanal zum einen Comedy, aber auch wunderschöne Musik. Hilly vom Kanal Hillytopia. Die Gummibärenbande oder Chip und Chap? Chip, 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 Chip und Chap. Retter des Rechts. Chip und Chap war schon cool, ja. Chip, 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 Chip und Chap. Ritter des Rechts. Gummibärenbande, zwar alles ziemlich geil, man trinkt einen Trank und dann hast du Muskeln, so wie ich. Aber ich persönlich identifiziere mich mehr mit Chip und Chap. Chip und Chap auf jeden Fall, die sind cooler. Die Gummibären sind irgendwie was so für Weicheier und Chip und Chap sind so für die cool. Chip und Chap waren so meine Favoriten. Also ich muss sagen, ich habe beides früher wirklich richtig gerne geguckt. Aber ich glaube, ich würde mich für Chip und Chap entscheiden. Die Racker, die Rabauken, die Eichhörner. Ja, Eichhörner, ja? Ja, also ich bin auch der Meinung, dass Chip und Chap einfach viel geiler sind. Zwei geile Typen und deswegen ist meine Meinung auch Chip und Chap. Das sind echt verdammt geile Typen. Allerdings finde ich, dass bei der Gummibärenbande der Song unglaublich geil ist. Unglaublicher Catcher und deswegen fällt es mir sehr schwer. Und ich würde mich als einziger in diesem Fall für die Gummibärenbande entscheiden. Und sie damit retten. Wenn du müsstest, würdest du dein Geschlecht ändern oder das ganze Leben lang auf Sex verzichten? Also wenn ich einfach so eine Frau wäre, dann würde ich wohl das Geschlecht ändern. Dann hätte ich Brüste. Ich will lieber das bleiben, was ich bin und verzichte auf Sex. Das ist einer der Fragen, wo ich denke, da muss man gar nicht nachdenken. Hä? Ich weiß, da unten habe ich zwar meinen besten Freund, der mich mein ganzes Leben lang begleitet, aber lieber Dödel ab und... trotzdem mein ganzes Leben lang weiter Sex haben. Was sollte ich sonst den ganzen Tag machen? Weil ich ja so viel Erfahrung habe, würde ich natürlich lieber verzichten. Auf keinen Fall würde ich auf Sex verzichten wollen. Und eine Frau sein ist auch, glaube ich, gar nicht so schlecht. Dann kann man trotzdem noch weiterhin mit Frauen Sex haben. Hm? Schwierige Sache, aber ich würde schon sagen, Geschlecht wechseln, weil auf Sex verzichten ist unfassbar. Schwer, ja. Würde ich sagen. Und das Geschlechtswechseln kann vielleicht auch ganz interessant sein. Ja, und ich denke mal, auch wenn man in einer Beziehung ist und müsste der Beziehungspartner sagen, es gibt keinen Sex mehr, ja, dann muss der Beziehungspartner aber damit rechnen, dass man den gleichen Charakter halt im anderen Körper hat. Und das müsste dann funktionieren, oder? Ja, ich denke schon. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du bist unsterblich, aber dafür immer 12 Jahre alt. Oder du lebst dein Leben genau wie bisher, easy, locker, flockig weiter. Ich würde mein Leben so weiterleben, weil dann hat man... Ich glaube, das ist so, 12 ist ein richtiges Scheißalter, ja? Das ist nicht gut. Unsterblichkeit, denn Erfahrungen kann man weiterhin sammeln. Und dann wäre man irgendwann wie die jungen Superhirne aus den Animes. Das ist eine ganz schwierige Frage, finde ich, weil ich echt nicht gerne darüber nachdenke, über das Ende sozusagen, für normal weiterleben. Wäre ich unsterblich, könnte ich alles machen, was ich will, mein ganzes Leben lang, die ganze Zeit. Aber ich würde die Menschen, die ich am meisten liebe, sterben sehen und das will eigentlich gar keiner. Und außerdem würde ich immer so ein kleiner Pisser sein, der aussieht, als wäre 12 und wer will schon Sex mit einem 12-Jährigen haben. Also wieder nicht Sex, also nein, ich würde normal weiterleben. Dafür Sex haben. Warum hat alles mit Sex zu tun? Ich will auch nicht so ewig auf dieser Welt leben. Also ich glaube, ich werde dann irgendwann sterben wollen. Unsterblich sein ist zwar schon immer so ein Wunsch, den man hat, da man alles mitbekommen will, aber die ganzen Beziehungen, die man verliert und die man sterben sieht und man ist ja mal so ein kleiner Rabauke, nee, das würde ich auch nicht wollen und deswegen würde ich auch einfach nochmal weiterleben. Würde ich auch sagen, also wenn ich unsterblich wäre, alle Leute beobachten, wie sie sterben mit der Zeit. Cool wäre natürlich so mitzukriegen, was die Technologie bringt in ein paar hundert Jahren und so. Aber ich glaube, ich würde wahrscheinlich depressiv werden oder sonst irgendwas, wenn alle Leute um mich herum sterben mit der Zeit. Deswegen, ich würde auch lieber normal weiterleben. Ja, vielleicht gibt es unsere Welt in 200 Jahren nicht mehr und das will ich nicht mitbekommen. Wenn du entscheiden müsstest, würdest du auf den Geschmackssinn oder auf den Tastsinn verzichten? Boah, ich liebe Schokolade. Würde ich Schokolade essen und nichts schmecken? Boah, ich glaube, dann würde ich voll ausrasten. Aber schlimmer wär's, wenn du einfach beim Sex nichts spürst. Und irgendwie hat bei mir alles mit Sex zu tun, ich weiß nicht warum. Tasten. Tasten auf jeden Fall, weil, hallo? Essen?
Das ist einfach das Beste auf der Welt. Essen muss sein. Essen ist super. Pepperoni. Ich glaube, ich würde wirklich auf den Geschmackssinn verzichten, weil wenn man einfach nicht mehr so spürt, was man anfasst, es muss richtig merkwürdig sein. Ich meine, nichts zu schmecken kann auch gut sein, ja? Da kannst du Gemüse essen, ja, richtig gesunde Sachen, und dann schmeckst du die Schmetter, ist egal, was der ist, ja? Daher, wir entscheiden uns, wir nehmen lieber den Tastsinn. Also wir behalten den Tastsinn und Geschmackssinn, der kann ruhig away from the, ja. Geschmack oder Tasten? Ich glaube, ich würde eher auf den Geschmackssinn verzichten, weil Essen ist ja eigentlich nur Energiezuführung für deinen Organismus, für deinen Körper. Den Geschmackssinn, denn ohne Tastsinn würde ich keine Säurereste mehr auf meiner Haut spüren und, naja, müsste infolgedessen sterben. Trag bitte immer Schutzhandschuhe. Ich persönlich würde lieber auf den Geschmackssinn verzichten, auch wenn ich unglaublich gern esse und viel und geile Sachen, aber... Der Tastsinn ist trotzdem viel wichtiger. Pepperonis sind geil, da hat der Junge ja auch schon recht. Und Schokolade auch. Ja, aber wie man meint, der Tastsinn ist so unglaublich wichtig vom Fühlen und das Schmecken ist halt nur eine Nebensache. Facebook oder Twitter? Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Eigentlich keins von beiden mehr so Instagram, aber ich tendiere jetzt mehr in die Richtung Twitter. Ich weiß, YouTuber sind eigentlich so voll die Twitter-Freaks, aber ich komme damit voll nicht klar. Und hallo, auf Facebook gibt's Spiele. Also eindeutig Facebook. Ich habe es vor einem halben oder dreiviertel Jahr gar kein Twitter benutzt und dachte mir immer, was ist das denn? Da ist zwar weniger los, auf Facebook hat man mehr Freunde und da ist mehr so Party, aber auf Twitter, da gibt es mehr so, das ist mehr so eine Community, ja? Ich entscheide mich für Twitter. Weiß nicht, also als YouTuber auf jeden Fall Twitter. Twitter, da kann man seine Abonnenten besser erreichen. Ja, hätte man uns die Frage jetzt, glaube ich, vor 2-3 Monaten gestellt, hätten wir beide sofort mit Facebook geantwortet, da wir das beide privat nutzen und Twitter eigentlich so gar nicht genutzt haben. Da wir jetzt aber viel twittern, würde meine Meinung jetzt sich langsam ändern auf Twitter, aber nur knapp erst. Würde ich auch sagen, also für uns YouTuber ist Twitter unglaublich wichtig, weil man einfach sehr schnell sehr viele Leute erreicht mit den kleinsten Sachen. Persönlich nutze ich Facebook eher mehr, aber ich glaube, wir entscheiden uns trotzdem für Twitter. Jo. Yo, das war das Video, voll fresh am Stiesel. Stiesel, Stieseli-du, Stieseli-bu, Stieseli-bu. So, das war unsere Folge. Ich hoffe, euch haben die 5 YouTuber und wir gefallen. Jo. Schreibt doch mal die Meinung, was ihr gesagt hättet bei den Antworten. Und wie gesagt, schaut doch nochmal bei den Jungs und Mädels vorbei. Ihr könnt übrigens auch gern mal entweder oder Fragen mit in die Kommentare schreiben. Wir suchen da immer gern nach Ideen. Genau, und was wären eure Antworten? Schreibt das auch in die Kommentare. Ja, ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Schönen Abend. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.